Hallo liebe Naturfreunde, heute machen wir ein kaltes Getränk aus einer überreifen Melone, gewürzt mit Gundermann. Überreife Melonen kann man meistens nicht mehr in Streifen schneiden, somit löffeln wir das Fruchtfleisch, das sehr weich ist und viel Saft abgibt, einfach heraus und geben es in ein Glas. Dann benötigen wir eine Handvoll frischen Gundermann. Falls ihr keinen Gundermann findet, könnte man auch zum Beispiel Melisse oder Minze verwenden. Der Gundermann besitzt auch einen minzartigen Geschmack. Aus dem Gundermann kann man übrigens auch noch einen sehr interessanten Kräuteressig herstellen. Durch die Inhaltsstoffe der Pflanze färbt sich dieser Essig dann rot. Das haben wir in einem Video letztes Jahr gezeigt. Seht euch dieses gerne mal an. Ich packe den Link in die Videobeschreibung. Für unser heutiges Getränk schneiden wir den Gundermann klein und geben diesen dann zur Melone ins Glas. Anschließend stellen wir das Ganze dann für etwa 24 Stunden in den Kühlschrank. In dieser Zeit geht dann das Aroma der Kräuter auf die Flüssigkeit über. Wie findet ihr diese Idee? Habt ihr schon mal einen Wassermelonensaft hergestellt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und falls ihr gerne mehr Rezepte wie dieses sehen wollt, könnt ihr auch sehr gerne unseren Kanal abonnieren. Wir zeigen regelmäßig, was wir aus dem Garten und aus der Natur sammeln und damit herstellen. Nach besagter Ziehzeit gießen wir das Ganze dann durch ein Sieb und filtern die Kräuter- und Fruchtfleischrückstände heraus. Denkbar wäre es hier auch jetzt, diesen Saft mit Wodka im Verhältnis 1:1 zu verdünnen, um einen Likör zu erhalten. Am besten schmeckt der Saft eisgekühlt und mit Eiswürfeln. Das war's dann auch schon wieder für heute mit dem heutigen Thema Wassermelonensaft mit Gundermann. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.